Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei den ORF3 Künstlergesprächen. Heute mit Künstler Gottfried Hellenwein. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Wir sind hier in Wien in Ihrem Archiv, ein 40 Quadratmeter großer Raum, wo auch einige von Ihren Fotografien zu sehen sind. Gibt es von diesen Fotografien eigentlich eine, wo Sie selber sagen, also die einerseits gefällt mir besonders gut, ist mir besonders gut gelungen? Denken Sie in diesen Kategorien? Ja, bei den Fotografien ja, muss ich sagen. Da gibt es einige, wo ich das Gefühl habe, ich habe genau den Augenblick erwischt, wo ich die Persönlichkeit erfassen konnte. Ja. Bei Warhol war das so zum Beispiel. Ich habe ja später dann Lou Reed kennengelernt und wir haben befreundet. Und er kannte Warhol ja wahrscheinlich besser als kaum jemand. Und er hat gesagt, das einzige Porträt, das wirklich Andy so gezeigt hat, wie er war, war dieses Fotografie von mir. Das war eine Bestätigung. Ich habe den Eindruck, manchmal ist mir das gelungen, etwas zu zeigen, was man mit freiem Auge gar nicht so gesehen hat, was ich erst in der Fotografie gezeigt habe. Ein zentrales Thema Ihrer Arbeit war ja immer schon, ist immer noch das Kind. Und was ich irgendwie interessant finde, ist, wenn man durch ein Museum geht und Kinder sieht, denen Gewalt angetan wird, verwundete Kinder sieht, dann geht man da durch und schaut sich das gern an und fühlt sich auch irgendwie zumindest interessiert dabei. Aber im echten Leben schaut man bei diesen Themen ja lieber weg als hin. Ja, ich glaube, dass das auch die Aufgabe der Kunst sein kann, Dinge erfahrbar zu machen, die man im Leben nicht anschauen kann, weil sie unerträglich wären. Ja? Das heißt, die Kunst hat die Chance, auch die dunkelsten Seiten der Menschen, das Grauenhafteste, das nicht ertragbar wäre, zu transzendieren und in etwas zu verwandeln, das wie soll man sagen, diese Schwere, das Unentrinnbare löst. Und deshalb, wenn Sie schauen, die Gräuel des Krieges von Goya oder die Arbeiten von Hieronymus Bosch, die ja wirklich das Grauen darstellen. Trotzdem habe ich noch nie jemand gesehen, der die Bilder anschaut und danach deprimiert ist. Im Gegenteil, es ist, ich glaube, dass Ästhetik und Kunst der einzige Weg ist, sich diesen ganz schwierigen Themen zu nähern und die zu bewältigen und zu besiegen. Ja. Das ist der Sieg über den Tod, eigentlich ist die Kunst, die Ästhetik. Ich habe irgendwo gelesen, dass Ihre Großmutter ab und zu beim Essen gesagt haben soll, wenn das Fleisch süß schmeckt, könnte es Menschenfleisch sein. Ja, das war so. Meine Großmutter, die aus Zagreb stammt, also in Kroatien war, und sie hat dann immer Märchen erzählt, da mussten wir uns hinsetzen und dann hat sie gesagt, jetzt erzählt, Oma erzählt euch jetzt die wahre Geschichte über Harman, der Massenmörder. Und erzählt uns die Geschichte, konnte dann nächtelang nicht schlafen und sie erzählt, wie die Leute in seinen Fleischerladen gingen und nie mehr herauskamen. Und Leute haben sich gewundert in der Stadt, das Fleisch hat so süß geschmeckt, das war gut und deswegen sage ich euch Kinder, wenn Fleisch süß schmeckt, das ist Menschenfleisch. So war meine Oma, ja. Das stimmt. Sie sollen ja zu Schulzeiten an der Grafischen Hitler gemalt haben, ganz in Rot. Gibt es diese Zeichnung eigentlich noch? Die ist verschollen, ich weiß nicht, wo die ist, aber ich hatte den Schulbetrieb von Anfang an gestört. Ich war unglücklich in der Schule, ich habe das gehasst, das System. Ich habe alle Arten von Autoritäten gehasst. Ich wollte nie, dass mir wer was sagt, was ich machen soll oder nicht. Und die Grafische war ein bisschen behäbig und das Aktzeichen war mal zu fad. Und ich habe mich so viel mit Politik und mit der Geschichte beschäftigt, meine Gedanken waren woanders, als irgendein fettes Aktmodell zu zeichnen. Und ich habe dann einfach irgendwann mal einen Hitler gezeichnet, weil ich habe bemerkt, das ist so präsent. Ja? Meine Elterngeneration, das waren die Leute, die verantwortlich waren für den Holocaust. Das waren die Kriegsteilnehmer, alle. Ja? Und das hat man gemerkt. Und ich habe das gemacht und es hat diese schlichte Zeichnung von dem Hitler, der da heroisch auf dem Rednerpult hinunterschaut auf die Massen, das hat dann so eine Panik in der Schule ausgelöst. Die Professoren sind alle durcheinander gewirbelt und das Blatt wurde beschlagnahmt. Und das fand ich interessant, dass das eine schlichte Zeichnung erwachsene Menschen so aus der Fassung bringen kann. Ja? Das war also die erste Ahnung davon, dass man mit Bildern was auslösen kann und was bewirken kann. Ja. Sie haben mit 34 in einem Interview einmal gesagt, ich will auf jedem Zeitschriftencover der Welt sein.
Und ich habe mich gefragt, wird eigentlich dieses Bedürfnis, dass die Arbeit gesehen wird, von vielen Menschen gesehen wird, wird die eigentlich kleiner mit der Zeit? Bleibt die? Wird die größer? Ich glaube, es ist immer die Absicht eines Kunstwerkes gesehen zu werden. Mhm. Ja? Das heißt, jeder Künstler, der etwas herstellt, will, dass es gesehen wird. Deshalb hat man früher also alle Reproduktionstechniken verwendet, vom Holzschnitt und Radierung. Deswegen glaube ich, hat Goya eben die Gräuel des Krieges als Radierung gemacht. Was ist der Grund? Um es zu verbreiten, damit viele Menschen das sehen können. Mhm. Ja. Mhm. Ob das ein Künstler zugibt oder nicht, ich glaube, jeder will, dass diese Dinge gesehen werden. Deswegen macht er sie. Oder dass sie gehört werden, was immer das Medium ist. Ja. Also das ist auch etwas, das dann sozusagen bleibt. Man will, also es ist nicht so, dass man das Gefühl hatte, nach irgendeiner gewissen Zeit, man selber hat auch genug Anerkennung bekommen, das wird dann weniger, das bleibt quasi, dass die Kunst einfach von... Ich glaube, es geht nicht um Anerkennung, es ist eigentlich das Unbedeutende dabei. Es ist eher der gefährlichere Teil. Ja? Also wenn Künstler zu anerkannt sind und die Gesellschaft den Künstler zu sehr umarmt, kann das eine Todesumarmung sein. Und wenn dann die Professorentitel und Orden kommen, ist Meister tot der Kunst. Ich glaube, dass man als Künstler immer auch Provokateur und Gegenspieler der Gesellschaft sein muss. Also man ist immer auch ein bisschen außerhalb der Gesellschaft. Ja. Mhm. Es ist so ein Balanceakt zwischen Teil der Gesellschaft zu sein und da drin zu leben und zugleich aber auch Außenseiter zu sein. Mhm. Ein heikler Balanceakt, und das ist immer die Schwierigkeit jeder Künstlerexistenz. Aber wenn man diese Distanz zu dieser Gesellschaft verliert und ein Teil davon wird, ist das Ende der Kunst meistens. Mhm. Das funktioniert. Also Anerkennung ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, glaube ich, kann meine Kunst Menschen berühren, aufrütteln, irgendetwas bewirken beim anderen, ja? In welcher Art auch immer. Sie haben einmal, ich glaube für die Kronenzeitung, ein Bild von einem Künstler in Österreich gemacht, der, glaube ich, so wirklich wie ein Heiliger nach wie vor ist, nämlich von Peter Alexander. Wie kam es denn dazu? Ja, mich hat irgendwie der Kunstbetrieb, so wie ich ihn wahrgenommen habe, derartig angeödet. Ich war damals überhaupt unzufrieden mit allem. Und dann diese Vorstellung in diesen kleinen Galerien, wo Leute mit Sektflöten herumstehen und irgendwelche Fadenbüder anschauen, das kann der Sinn der Kunst nicht sein, weil er an der Mehrheit der Menschen vorbeigeht. Ja? Mhm. Also welcher Hackler sieht denn das? Niemand sieht das. Es ist eine kleine Schicht aus dem Bürgertum, für die das interessiert mich eigentlich nicht. Und mich hat... Vielleicht, was auch die Motivation für die Pop-Artisten waren, einfach das Triviale, das Banale im Alltag zu nehmen und zu verwenden. Ja? Und ich habe mir gedacht, was interessiert denn die Mehrheit damals in Österreich? Was ist denen real? Und das war der Peter Alexander. Ja? Außerdem wusste ich, dass das natürlich eine Selbstmord ist als Künstler in der Kunstszene. Ja, was Schlimmeres könnte man gar nicht machen. Und das wollte ich. Ich wollte alle Brücken verbrennen und ein Outcast sein. Ich fand das eigentlich ganz gut. Ich habe gedacht, was eine größere Sünde kann man gar nicht begehen. Ja. Mhm. Ich glaube, er war nachher ein bisschen verschreckt, weil er sagt, er sieht so bleich aus. Er hätte gerne eine bessere Farbe. Ich glaube, das sehe ich auch, wie der Ritter bleich machen kann, hat er gesagt. Aber man kann es nicht jedem recht machen. Es gibt eine berühmte Serie von Bildern mit Marilyn Manson, die sie gemacht haben, wo er sehr berühmt diese Mickey Mouse Ohren am Kopf hat. Und es gibt eines von diesen Bildern, da hat er so ein ganz schwarzes Gesicht, ein schwarz angemaltes Gesicht. Würden Sie das heute noch ausstellen eigentlich? Wie stehen Sie denn dazu? Ich würde alle Bilder ausstellen, die, wenn es in das Konzept der Ausstellung passt. Ja. Mhm. Also ich spreche nur das an, weil diese Debatte über das Blackfacing natürlich etwas ist, wo heute sogar ganz stark diskutiert wird. Darf man das nicht? Was heißt das? Ist das etwas, wo Sie sich auch Gedanken drüber machen? Oder ist ja, das ich glaube, jeder Künstler muss sich da Gedanken machen, weil diese Political Correctness und diese Vogue-Welle da ist eigentlich extrem kunstfeindlich und gefährlich, finde ich, weil es... Weil es eine Form der Zensur ist. Es kommt zwar im Mantel des Gutmenschentums daher und man meint es so gut und will immer Opfer beschützen, aber wenn Sie schauen, was wirklich passiert ist, Ausstellungen werden abgesagt, Künstler werden verboten, es ist ein Haufen Wichtigtuer, die immer sich für Opfer aufspielen und die Opfer werden gar nicht gefragt, die sogenannten. Ja. Das heißt, ich finde jede Art von Zensur immer falsch. Ja. Zu allen Zeiten gab es Bestrebungen der Elite,
zu zensieren, vor allem Kunst zu zensieren, einzuschränken. Immer mit guten Erklärungen, ja, warum das so das Beste wäre und immer aus ethischen und moralischen Motiven. Ja. Aber keiner hat gesagt, ich bin jetzt destruktiv und will ein Diktator sein. Also niemand, die Nazis nicht. Es war immer nur zum Besten für alle. Ja. Aber vor allem diese Cultural Appropriation, also diese kulturelle Aneignung, das ist wirklich das Allerletzte. Jetzt, ja. Also Zensur ist schon schlecht, aber das ist wirklich das Letzte. Der Sinn jeder Kunst ist, dass sie jemand sich aneignet. Ja, das will jede Kunst. Ja. Das heißt, das als Verbrechen zu erklären, dass jemand sich eine Kunst aneignet, wenn ich das konsequent jetzt verfolgen würde, dann müsste ich hier in Wien alle asiatischen Studenten, die klassische Musik lernen, rausschmeißen. Ja, das ist keine chinesische Kunst, das ist wirklich europäische Kunst, ja, klassische Musik. Das heißt, da müsste ich alle schwarzen Opernsänger sofort feuern, weil es ist einfach, Wagner ist keine afrikanische Musik, es ist wirklich europäisch. Tut mir leid, so ist das Leben. Ja. Das heißt, es ist komplett unsinnig. Ja. Das Problem ist, dass diese Political Correctness alle rechtsstaatlichen Regeln und Gesetze aufhebt. Man muss nichts mehr beweisen. Es genügt einfach ein Shitstorm. Ja. Kann ein Shitstorm, sondern kann jemand das Existenz vernichten. Ja. Die Idee war doch in einem Rechtsstaat, dass man sich verteidigen darf und dass man das beweisen muss in einem Verfahren, oder? Mhm. Und das braucht man nicht. Jetzt gibt es einen Abkürzer über das Internet mit Shitstorm, kann man jeden vernichten. Ja. Deswegen sind Leute vorsichtig. Es wird das Ende einer freien Kommunikation sein. Und die freie Rede ist eine der wichtigsten Errungenschaften, wieder eine europäische Errungenschaft. Es gab es nie irgendwo auf der Welt, in der ganzen Geschichte der Menschheit. Aber wir haben uns zu dem durchgerungen, irgendwann. Die freie Rede, ja, ist eigentlich die Basis für jede Demokratie. Es braucht niemand zu behaupten, wir leben in einem demokratischen System, wenn die Redefreiheit nicht da ist. Ja. Das ist die Basis für Demokratie. Man muss auch das Recht haben, etwas Falsches zu sagen, einen Blödsinn zu sagen. Ja. Und so sind wir in den 60er Jahren in dieser Jugendrevolte, haben wir irgendwann geglaubt, wir können alles machen. Es ist vorbei. Wir können jetzt alles sagen. Es gibt keine Tabus mehr. Ja. Und das war für mich und auch für meinen Freund Manfred Deix, wir haben damals waren aktiv auf verschiedene Art. Das war so ein Rausch, wo man dachte, wir sind frei, endlich. Man kann alles sagen. Es gibt nichts mehr, was peinlich, grauslich, idiotisch genug ist, dass man es verbieten kann. Es geht nicht mehr. Das ist vorbei. Mhm. Und sind Sie selber auch ein bisschen vorsichtiger? Denken Sie auch quasi an das bei Ihrer Kunst, die ja immer schon sehr viel auch Reaktionen hervorgerufen hat? Nein, bei der Kunst würde ich nie dran denken. In der Kunst darf ich alles. Ich darf das Gesicht schwarz machen, grün, blau, weiß, was auch immer. Also, ich werde mich bei der Palette jetzt nicht durch irgendwelche Inquisitoren der Political Correctness mir vorschreiben lassen, welche Palette ich verwende. Das wird leider nicht gehen. Also schwarz gibt es in der Kunst und so ist das Leben. Oder auch zum Beispiel, ich glaube, gelb oder blau. Ich eben spreche auf das Bühnenbild und die Kostümbilder im Rosenkavalier an, die Sie gemacht haben. Sie haben immer wieder auch Bühnenbilder gemacht für Opernproduktionen, Kostümbilder gemacht. Ist eigentlich so eine Arbeit, ist das im Grunde ein Bild von Ihnen, das sich bewegt einfach? Oder ist das ganz was anderes? Nein, ich habe das genauso betrachtet. Ich fand die meisten Bühnenbilder, die ich gesehen habe, elend, also peinlich, lächerlich, erbärmlich. Und ich habe die Bühne eigentlich immer betrachtet wie meine Leinwand, ja? Nur dass es dreidimensional war und dass Bewegung noch ein Faktor war, der dazu kam. Und dann, wichtigstes Bühnenbild war etwas, was ich gemacht habe für Israel, für Tel Aviv, für die Israeli Opera. Da hat man ein Stück, das hieß The Child Dreams. Mhm. Und da gibt es eine Szene, die sehr wichtig ist. Also es war sehr, sehr poetisch, aber es ist nie übersetzt worden für die Bühne. Ja? Zum Beispiel gibt es einen Berg der toten Kinder. Ja? Also es war poetisch mit einer sehr wunderbaren Sprache, ein eindrucksvolles Bild, aber wie übersetzt man es auf die Bühne? Mhm. Was sie bisher gemacht haben, waren Schauspielerinnen mit Perücken gingen herum als Kinder, habe ich gesagt, das ist sehr wahnsinnig. Wir werden richtige Kinder auf die Bühne bringen. Und er hat gesagt, das geht nicht, das ist gegen die Gesetze, Kinder können nicht auf der Bühne sein. Und das war dann eine Schlacht, ein Kampf mit allem. Aber ich habe dann durchgesetzt am Ende, wir haben Akrobatenkinder und Ballettkinder bekommen. Und ich habe diese sehr große Bühne ganz schwarz gemacht und dann eine riesige Zahl von Kindern an dünnen Drähten aufgehängt, die hingen überall. Und dann habe ich hinten einen Spiegel gehabt, dann gab es eine Rückprojektion wieder mit diesen Kindern, die immer kleiner wurden.
Und da waren auch noch Puppen, die immer kleiner wurden, sehr realistische. Also im Ende war es so, als der Vorhang aufging, sah man das Universum der toten Kinder. Es war ein riesiger schwarzer Raum, endlos, man sah keine Grenzen. Und es sah wirklich so aus, als wären hier Tausende und Tausende tote Kinder. Die waren alle mit weißen Kleidern und blutbefleckt und bandagiert. Und die hingen da und alles hat sich bewegt. Sogar ich habe nicht gewusst, ob das gelingen wird. Vielleicht gelingt es nicht. Es war so schwierig, dass man das alles hinkriegt. Und an dem Tag, wo das erste Mal alles zusammen installiert wurde, war ich selber auf der Bühne total überwältigt. Also ich war schockiert. Es war so unfassbar realistisch. Und das war halt eine Installation, auf die bin ich stolz. Das war wirklich unglaublich. Mhm. Leute im Publikum haben geweint, das war ein absoluter Schock. Und da habe ich die Bühne eigentlich für meine Zwecke missbraucht, als für eine Installation. Ja. Sie leben in Irland, in Ihrem Schloss? Ja. Und die New York Times hat über Sie und Ihre Familie geschrieben, dass Sie the real life Adams Family sind. Und ich habe das irgendwie eine total interessante Bezeichnung gefunden, weil mir ist das sofort eingefallen, dass ja sowohl das Schloss als auch Sie, Ihre Familie und im Schloss hängen ja viele, viele Bilder von Ihnen. Das wäre ja eigentlich das perfekte Fundament für so eine Reality-Serie, wie das mit Ozzy Osbourne oder mit den Kardashians sind, also so von der Idee her. Genau das ist passiert. Das ist nach diesem Artikel haben sich 6 Produktionsfirmen aus Amerika und England gemeldet. Die wollten eine Reality-Show machen. Ja. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich, wie eigentlich meine Ruhe haben, dann niemand sehen. Aber die wollten es alle machen. Ja. Man hätte, damit kann man zum Beispiel wirklich reich werden. Ja. Ja, weil ich dachte, da kann man gut Geld damit verdienen. Und ist ja auch eine, zumindest wenn man die Kardashians anschaut, also eine gewisse Form von Kunst ist das ja schon. Also das sieht, glaube ich, nur so einfach aus, dieses Privatleben ausstellen. Also der Begriff Kunst wird hier ein bisschen gedehnt, muss ich sagen. Entschuldigen Sie bitte. Kardashian, aber ja, ich meine, das ist ein Teil dieser Trash-Culture, die wir jetzt haben, ja, wo jede Scheiße gut ist und wo, wir wissen eh, aber das ist nicht meine Welt. Aber haben Sie zumindest kurz drüber nachgedacht? Nein, überhaupt nicht. Das ist komplett ausgeschlossen. Ja. Da interessiert mich überhaupt nicht. Sie haben vorhin gemeint, das Gefährlichste, was einem Künstler passieren kann, ist, dass er von der Gesellschaft umarmt wird. Und ich habe mir gedacht, Sie haben ja wahnsinnig viele Preise bekommen in Ihrem Leben schon. Ich glaube, unlängst den Europäischen Kulturpreis. Also so ein bisschen ist Ihnen das ja schon auch passiert, oder? Nee, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe mein Leben lang mit Gegenwind gearbeitet. Und das ist nach wie vor so. Ja. Das heißt, es gibt immer Leute, die sich aufregen und ärgern. Und ich will überhaupt niemanden provozieren, weil ich habe gar keine Absicht. Aber ich merke, ich kann mich kaum äußern und regt sich immer irgendwer auf. Es gibt immer, ich bin immer so schramme, so einem riesigen Shitstorm immer vorbei. Deswegen. Also da, der Gegenwind wird bleiben sozusagen, ja, trotz jeder Auszeichnung. Keine Sorge, aber ich halte es auch für gut sogar. Es ist gut, wenn man bekämpft wird und wenn es eine Art Gegenwind gibt, man immer gezwungen ist, seine eigene Position zu überdenken. Und das ist ganz gut. Finde ich viel besser. Also ich finde für Künstler sehr gefährlich, nicht Widerstand und Opposition, aber zu große Anerkennung ist gefährlich. Im nächsten Jahr gibt es in der Albertina eine große Ausstellung zum 75. Geburtstag. Hat diese Zahl eine Bedeutung für Sie? Nee, ich muss sagen, nach 60 hat nichts mehr eine Bedeutung. Das ist so, 60 ist so schrecklich. Danach ist es wirklich wurscht. Ich denke nicht an das. Lieber Herr Hellenbein, was wünsche ich Ihnen? Müssen Sie wissen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich fürs Gespräch und bin gespannt, ob auch für mich ab 60 gar nichts mehr eine Bedeutung haben wird. Vielen Dank. Danke auch.